Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet, das bin ich und willkommen zum heutigen Aufgebraucht-Video. Ich habe wieder einiges gesammelt und wie ihr diese Videos ja kennt bei mir, die sind ja inzwischen schon ein bisschen kleine Tradition geworden, werde ich am Anfang gar nicht groß irgendwie rumlabern, sondern starte direkt in meinen Beauty-Müll, weil diese Videos erfahrungsgemäß too long werden. Also viel Spaß und ja, enjoy. So, boah. Erstmal, bitte. Es ist mal wieder viel zu warm hier, wo ich gerade sitze, aber es ist egal. Also, ich habe einiges gesammelt. Ich fange einfach mal randommäßig irgendwo an, wie ihr das kennt. Dann zeige ich euch direkt zwei Handseifen, denn ich habe zweimal die gleiche Handseife haben wir leer gemacht, jetzt erst vor kurzer Zeit, und zwar von Alverde, die Flüssigseife Bio Lavendel und Bio Malve. Die habe ich einmal bewusst gekauft und das zweite Mal gekauft, weil im DM halt ungefähr alles andere ausverkauft war, because of the böse C. Da gab es irgendwie nichts anderes mehr, aber ich finde die trotzdem ja auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich fand die sehr, sehr gut. Ich fand den Duft sehr angenehm, der war nicht so aufdringlich, sondern eher dezent und das Packaging hat mir halt gut gefallen. You know me. Wenn es halt lila ist, dann finde ich das halt schon ziemlich nice, muss man immer sagen. Da bin ich halt ein ziemliches Verpackungsopfer. Ich werde die trotzdem aktuell nicht mehr nachkaufen, da wir jetzt tatsächlich über die Zeit auch mit Corona und dem häufigen Händedesinfizieren festgestellt haben, dass wir inzwischen echt eher Fans von Stückseife sind. Also nicht mehr von Flüssigseife, sondern eher von so festen Seifenstücken. Und da haben wir tatsächlich auch direkt noch eine weitere Seife aufgebraucht. Da muss ich allerdings gestehen, möchte ich nicht ausschließen, dass ich in der nächsten Zeit irgendwann, wenn mir die Muße danach ist, einfach nochmal eine Rituals-Seife kaufen werde, weil ich finde, Rituals halt einfach unfassbar geile Produkte macht. Es sind auch noch zwei weitere leere Produkte in diesem aufgebraucht. Also wisst ihr ja, wenn ihr mich schon länger schaut, ich bin ein großer Fan davon und die Handseife gibt es halt oft immer in diesem Küchenset. Das ist dann Seife und Handcreme. Und ich finde die toll. Das hier ist jetzt The Ritual of Tsuru, A Wish for Happiness, Gold Sparkling Handwash, Gold and Pine. Das war deren Winter Limited Edition, Weihnachtsedition. Wir haben Mai. Wisst ihr, was ich meine? Also, und es ist nicht so, dass wir uns selten die Hände waschen würden, ja? Also ich meine, gut, jetzt am Ende habe ich die auch sehr sparsam nur noch eingesetzt, weil ich dann halt solche Dinge, die ich besonders gerne benutze, halt möchte, dass sie so lange wie möglich halten. Ich weiß nicht, ist das bescheuert, aber ich glaube, das macht irgendwie jeder so, oder? Bitte sagt mir, dass das jeder so macht. Auf jeden Fall fand ich die wirklich richtig, richtig toll. Dieses Gold Sparkling, also dass es halt so leicht schimmert. Das hat auch die Handcreme. Das finde ich jetzt nicht so aufdringlich, dass man dann denkt so, wow, the glowing hands. Ja, you know, also so schlimm ist es dann nicht. Also das heißt, ist absolut machbar gewesen und die aktuelle neue Reihe von Rituals klingt auch sehr toll, aber ich bin halt so ein Duftmensch, gerade auch bei Rituals. Ich muss die Sachen erst riechen, bevor ich sie mir kaufen gehe. Und das heißt, wenn ich irgendwann in der nächsten Zeit das mal in einen Laden schaffen sollte, dann werde ich mal an der neuen Reihe schnuppern. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich schreibe es euch einfach unten rein. Und ja, dann bin ich auf jeden Fall gewillt, irgendwann nachzukaufen, aber jetzt aktuell halt nicht, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, wir zurzeit ganz gerne halt Stücke an Seife haben. Machen wir doch direkt mal weiter bei Rituals, weil wir uns jetzt gerade schon eingegroovt haben. Zu diesem Produkt muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Das ist das Parfum d'Intérieur. Happy Buddha ist der Duft, das Sweet Orange und Cedarwood, und das habe ich auch nachgekauft. Steht schon wieder unten im Bad. Das ist the best of the best. Ganz ehrlich, wenn ihr irgendwas haben wollt, was jegliche Düfte im Badezimmer vertreibt, und ich meine die wirklich jeglichen Düfte, dann holt euch das da. Ich weiß, die Flasche kostet 25 Euro. Aber ich kaufe das ungefähr zweimal im Jahr nach und dann finde ich den Preis für mich vollkommen okay. Ich schlucke zwar auch jedes Mal, wenn ich es in den Warenkorb lege und denke mir so, aber es ist halt wirklich extremst gut. Und ihr wisst ja, unser Badezimmer hat ja diese tolle Eigenschaft, dass die Treppe hoch ins Wohnzimmer und in die Küche führt. Und da wollt ihr lieber
das riechen, anstatt irgendwas anderes. Versprochen. Und weil es so schön ist, machen wir direkt nochmal bei Rituals weiter. Nicht wundern, das ist ein bisschen schmuddelig geworden, weil wir das für als Form quasi benutzt haben, um Beton zu formen. Und zwar ist es die Buddha Belly Body Cream, auch aus der Happy Buddha Reihe. Sweet Orange und Cedarwood, genauso wie das Parfum d'Intérieur. Und ich liebe die. Also ich liebe die Body Lotions von Rituals, auch das wisst ihr. Und die ist jetzt auch mal wieder leer. Ich bin am überlegen, ich glaube, ich werde das Töpfchen vielleicht noch sauber machen, sodass ich mir halt nur den Refill kaufen muss. Also ihr könnt halt bei Rituals auch nur Refills kaufen. Dann kann man das hier irgendwie rausholen. Und jetzt kriege ich das wahrscheinlich auf Anhieb nicht hin, bevor ich mir jetzt die Nägel zerstöre. Genau, also bin ich ja wirklich am überlegen, ob ich das einfach einmal sauber mache, das Pöttchen, dann behalte und mir irgendwann den Refill hole. Aktuell kaufe ich die jetzt erstmal noch nicht nach, because ich habe jede Menge andere Bodylotions und ich bin auch gerade mal dabei, einfach noch so die letzten Reste, die ich halt so im Stock halt liegen habe, in meinen Schubladen einfach leer zu machen, weil irgendwann muss ich da immer ran, ne? Und apropos Bodylotion, da habe ich nämlich eine weitere leer gemacht und zwar von Cosnature, die Hydro Bodylotion Wasserlilie. Die ist für sensible, trockene Haut und auch die hat einen leichten Schimmereffekt und auch dieser Wasserlilie-Duft, den finde ich halt mega angenehm. Das Schöne halt bei dieser ist, also das sagt auch schon dieses Wort Hydro Body Lotion, die ist halt super, super fein von der Textur her. Also es ist eher schon fast wie so eine Milch, so ein bisschen milchartig. Und ich finde es richtig cool. Ich mag die, die riecht halt super frisch. Das ist halt irgendwie was richtig Geiles so für den Sommer, ne? Also wenn es richtig, richtig heiß ist, ihr kommt aus der Dusche und denkt euch so, boah, jetzt eincremen, dann bin ich wieder so voll fettig und voll gecremt und alles. Und dann nehme ich halt die total gerne, weil die halt so eine super, super leichte Formulierung hat, super schnell einzieht und halt der Schimmereffekt ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich finde, das sieht auf den nackten Beinen halt im Sommer, sieht das super aus, wenn man einen kurzen Rock oder Hose trägt oder halt auch so an den Armen im Dekolleté. Wie gesagt, aktuell habe ich extrem viele Bodylotions, die ich aufbrauchen will und ich habe ja auch meine Coco Cabana Cream. Deswegen würde ich die erstmal jetzt akut nicht nachkaufen, aber ich möchte es nicht ausschließen, dass ich mir die irgendwann wiederhole, weil ich die grundsätzlich ziemlich gut gerade für den Sommer finde. Machen wir mal weiter, ja. Machen wir mal weiter auch noch mit einem alten Bekannten, wieder leer gegangen ist, das Garnier Fructis Hair Food. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte euch schon in meinem letzten Haul gezeigt, dass ich es nachgekauft habe, meine ich. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ich fresse die Dinger ja quasi so ungefähr, also ich liebe es total, ist auch noch ein eins auf Stock jetzt quasi wieder da, aber ich habe mir jetzt auch mal das Papaya geholt. Ich meine, es ist das Papaya oder habe ich das Banana geholt? Ich glaube, ich habe das Papaya geholt. Das ist halt für extrem geschädigtes Haar. Ne? Haare färben und so. Deswegen dachte ich, wäre es vielleicht auch nicht schlecht, halt mal abzuwechseln. Das hier ist halt für, also das ist halt ein feuchtigkeitsspendendes und das andere ist halt ein reparierendes. Und auch damit bin ich bisher sehr, sehr, sehr zufrieden. Also ich benutze jetzt gerade das eine noch und das hier habe ich auch nochmal nachgekauft. Also ich finde halt momentan keinen anderen Conditioner, wo ich sagen würde, den ich besser finde. Also ich liebe die abgöttisch, die sind richtig toll und halt auch vegan und zu 98% aus natürlichen Inhaltsstoffen, was immer ein Pluspunkt ist. Dann mache ich nochmal weiter mit Shampoos, weil wir ja gerade so in diesem Haarwasch-Gedönse drin sind und da haben wir leer gemacht, beziehungsweise Daniel hat es leer gemacht, von Santé Natur Kosmetik, das Family jeden Tag Shampoo. Er mag das total gerne. Er ist ein richtiger, richtiger Fan von diesem Shampoo und er hat mir auch jetzt dann das erste Mal den konkreten Auftrag erteilt, Schatz, wenn das leer ist, musst du da bitte nachkaufen. Okay, wird gemacht, kaufe ich dann dieses Mal wahrscheinlich im Doppelpack halt, weil es das letzte Mal war es bei DM halt auch ausverkauft. Kann natürlich auch an Corona liegen, ich weiß es nicht. Es war ja ziemlich viel bei DM ausverkauft. So ungefähr alles. Auf jeden Fall werde ich das jetzt demnächst noch nachkaufen. Ich hatte alternativ dann, weil wir halt, also weil er halt ein neues brauchte, habe ich eins von Alverde mitgenommen, was auch gut ist, aber das da findet er einen Ticken besser. Und dann kriegt der Mann das natürlich auch, ne? Und ich habe auch nochmal leer gemacht von Santé Natur Kosmetik, das Feuchtigkeitsshampoo mit Bio, Mango und Aloe. Vera, Aloe steht nur drauf. Auch das habe ich euch schon öfter gezeigt. Ich kaufe es immer wieder, gerade halt für die Winterzeit.
Übergangszeit, wenn die Haare halt wirklich sehr viel Feuchtigkeit brauchen. Ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Bin absolut begeistert davon und würde das, glaube ich, auch immer wieder zwischendurch nachkaufen. Aktuell habe ich halt, wie gesagt, ein Tiefenreinigungsshampoo, um halt hier meine Verfärbung ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und halt noch das von Alverde. Und dann einfach mal gucken. Aber auch das war zuletzt halt bei DM leider nicht verfügbar. Dann habe ich ein Pröbchen leer gemacht, in dem erstaunlich viel drin war. Also ich konnte mir, glaube ich, 3 oder 4 Mal damit die Haare waschen. Und zwar ist das von Kevin Murphy, das Hydrate Me Wash. Das ist ein Shampoo, Kakadu Plum Infused Moisture Delivery. Also auch feuchtigkeitsspendendes Shampoo. Ich fand es extrem gut. Das war halt irgendwo mal in der Goodiebag drin oder so. Ich habe noch so ein Pröbchen irgendwo, aber muss ich mal demnächst mal austesten. Die sind zwar cruelty-free, aber die sind halt nicht vegan. Ich weiß jetzt nicht, ich bin halt eigentlich keine so absolute Hardcore-Veganerin, aber diese Shampoos kosten halt auch 25 Euro. Das ist schon eine Ansage, ne? Also ich fahre momentan ganz gut so mit dem, was ich so benutze. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich mir irgendwann demnächst mal wieder was gönnen möchte, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich zu dem da greifen würde, weil ich das sehr, sehr gut fand. Und das nach nur 3 Mal Haare waschen, da, also hat mir echt sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, Kevin Murphy, die Sachen sind halt nicht wirklich geschenkt. Deswegen würde ich es jetzt akut aktuell nicht nachkaufen. Dann habe ich wieder noch ein weiteres zum Duften leer gemacht. Also ich habe auch so einen Airwick, diesen Spender halt, der regelmäßig so Sprühstöße abgibt neben dem Parfum d'Adrien. Das ist meine Gewinnerkombi. Und hier habe ich leer gemacht Sommervergnügen. Ich hatte jetzt als letztes Mal, jetzt beim letzten Einkauf, habe ich einen Refill geholt, der heißt, glaube ich, frische Wäsche oder so. Ich bin so ein Fanatiker nach diesem frisch gewaschen Duft, nach diesem frische, saubere Handtücherduft. Da könnte ich mich, ich liebe das einfach. Und deswegen dachte ich jetzt, ich habe schon jahrelang jetzt irgendwie dieses sommerflorale Ding und dachte, jetzt hole ich mir mal was anderes. Und ja, dann habe ich danach gegriffen und bin auch sehr zufrieden, aber ich finde halt diesen Spender sowieso generell eine super Geschichte. Unglaublich, aber wahr. Könnt ihr sehen, wie gigantisch groß diese Flasche Pixie Glow Tonic ist? Ich habe sie tatsächlich leer bekommen. Also ihr wisst, ich bin ein ganz, ganz großer Fan vom Glow Tonic und das habe ich damals als PR-Sample zugeschickt bekommen. Das waren 500 Milliliter. Ich habe 2 Jahre, 1,5... Wann habe ich das gekriegt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube ungefähr ein bisschen mehr vielleicht als 1,5 Jahre habe ich jetzt dran aufgebraucht und ich benutze dieses Ding jeden Tag. Ich habe es geschafft. Das ist die Hauptsache. Es ist ein bisschen schade, jetzt das wegzuwerfen, weil hier steht halt auch Sarahs Glow Tonic drauf. Also Pixie macht halt wirklich unfassbar geile PR-Pakete und ich hoffe, dass sie es demnächst hingekriegt haben, meine Adresse zu ändern, dass ich auch endlich wieder Pakete bekomme. Das gestaltet sich gerade schwierig. Aber ja, ich hoffe, dass bald wieder Sachen von Pixie bei mir ankommen und ich liebe die Marke total. Also das Glow Tonic, absolute Empfehlung. Ich benutze ja gerade zurzeit den Vitamin C Cleanser. Ein anderes Tonic finde ich aber auch super und ja, zum Glow Tonic würde ich auch wieder zurückgehen und ich habe das sowieso noch in kleineren Größen, in Reisegrößen, in der mittleren Größe, also ich habe noch Glow Tonic, aber super Produkt und ich bin irgendwo trotzdem ein bisschen froh, dass diese Riesenflasche leer ist. Dann habe ich leer gemacht den Take the Day Off Makeup Remover for Lids, Lashes and Lips von Clinique. Da haben wir tatsächlich auch schon, also habe ich euch schon mehrfach drüber berichtet, auch in meiner Abschminkroutine. Der ist jetzt leer und ich kaufe ihn jetzt aktuell nicht nach, weil ich ja einen von Yves Rocher gekauft habe, den ich auch sehr, sehr gut finde und der halt wirklich nur einen Bruchteil kostet von dem, was der hier kostet. Der ist wirklich verdammt gut. Also muss man ganz ehrlich sagen, der holt halt auch dieses Make-up, was ich heute trage, ohne Probleme runter. Wirklich geil, also auch nicht so, dass man dann halt noch diesen schwarzen Schmodder irgendwie vom Eyeliner oder von der Mascara halt im Auge hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich habe das auf jeden Fall manchmal. Und ja, deswegen, der ist wirklich super, super gut, aber er ist halt super pricey. Also der kostet, aktuell habe ich mal so ein bisschen gestöbert, kriegt man ihn so für so um die 18 Euro. Puh, das ist halt schon viel, ne? Und der hält halt so 3-4 Monate ungefähr. Und der von Yves Rocher, den ich jetzt habe, mit dem ich auch zufrieden bin, der ist zwar nicht ganz so geil wie der hier, aber der kostet halt nur 4 Euro. Ich meine, hallo?
Da kann ich halt ein kleines bisschen Abstriche in den Leistungen machen, aber dafür halt ordentlich viel Kohle sparen. Dann habe ich leer gemacht ein Deo, beziehungsweise hier ist noch so ein letzter Rest drin, Nivea Deo Beauty Elixir Deo Milch. Ich glaube, Leute, das ist das allerschlechteste Deo, das ich in den letzten Jahren überhaupt ever benutzt habe. Ich fand, das klang halt so schön. Vitamine, Milchessenz samt weiche Haut und so. Das hat mich halt irgendwie angesprochen. Das ist halt neu gewesen, ne? Hier neu. Und dann dachte ich so, dann bin ich halt so ein Opfer und denke ich mir so, okay, probierst du aus. Weil ich habe sonst auch ein Deo Roll-On halt von Nivea, mit dem ich super gut fahre. Das ist der Comfort Dry. Und natürlich benutze ich ja auch aktuell sonst halt meine Deo-Creme von Skin Natur. Ich bin sowieso mittlerweile schon eher dabei zu sagen, ich kaufe sowas hier gar nicht mehr. Ich gehe nur noch auf vegane Deo-Cremes, weil das einfach von der deodorisierenden Wirkung noch besser ist. Und das hier war einfach so schlecht. Ich habe das drauf gemacht und es ist einfach so gewesen, als wenn ich gar kein Deo tragen würde. Ich hatte sogar das Gefühl, dass ich mehr stinke damit. Also nein, ich würde es auf gar keinen Fall nachkaufen. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber das hat null funktioniert. Gar nicht. Okay, dann habe ich noch leer gemacht zwei Handcremes. Und zwar einmal von Tangent GC, die Fur Organic Hand Cream. Also auf jeden Fall auch eine Biomarke, eine vegane Marke. Die war wirklich super geil. Die hat halt nach Tanne geduftet. Also so richtig geiler, waldiger Tannenduft. Fand ich mal was ganz anderes. Super, super interessant. Sehr feuchtigkeitsspendend und dabei halt aber sehr schnell einziehend. Richtig, richtig gut. Und dann habe ich noch leer gemacht von Avon Planet Spa, die Blissfully Nourishing. Das ist eine Handcreme mit Shea Butter, die halt eher so ein bisschen das Gegenteil. Sehr reichhaltig, gut fettig, abends auf dem Sofa gemütlich, wenn ihr einen Film gucken wollt, 3 Stunden, macht ihr die drauf. Aber gut, das ist ja auch okay. Also es muss nicht alles immer super, super schnell einziehen, aber manchmal will man ja halt auch ein bisschen mehr so diese Pflege. Und die fand ich auch sehr, sehr gut. Ich habe noch irgendeine von diesen Avon Handcremetypchen und ich mag halt auch generell so dieses kleine schmale Packaging, das finde ich super, weil das kann man auch schnell in die Handtasche werfen. Bin ich auf jeden Fall mega Fan von, würde ich mir auch nachkaufen, aber ich habe halt noch 10.000 andere Dinge, die ich halt aufbrauchen muss. Dann habe ich leer gemacht eine Mascara, die Bad Girl Bang Mascara von Benefit. Ich hatte mir die Hobbes, pfui. Die hatte ich mir wieder in dieser Reisegröße geholt und war tatsächlich dieses Mal ein bisschen enttäuscht von der. Ich glaube tatsächlich, dass da mit der Travels, also mit dieser Reisegröße irgendwas schiefgelaufen ist. Also ich war sonst immer ein super, super Fan von der Mascara, weil die ist richtig gut normalerweise. Aber irgendwie, ich weiß es nicht. Also wenn ich irgendwann demnächst nochmal so das Gefühl habe, ich möchte jetzt gerne so roundabout 25 Euro für eine Mascara ausgeben, würde ich auch nicht ausschließen, dass ich die nochmal nachkaufe. Aber ich finde sie halt nicht so krass gut wie meine Too Faced Better Than Sex Mascara. Also die würde ich mir momentan eher für einen Zwanni nachkaufen als die hier. Ich bin so ein bisschen, vielleicht ist meine Zeit mit der auch rüber. Ich, keine Ahnung, aber hat mich jetzt in der Reisegröße nicht mehr überzeugt. Und dann habe ich tatsächlich einen Lip Liner leer gemacht. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, den gibt es so in der Form gar nicht mehr. Ich wollte ihn nämlich zuletzt halt bei DM gerne nachkaufen. Das ist von Alverde, der Lip Liner Automatic in der Farbe Rosewood Smile. Und ich habe gesehen, dass sie nur noch Stifte haben. Also halt so wie Buntstifte halt. Also nicht sowas hier, so ein Glide, Automatic Glide Ding, sondern halt so Stifte. Und ja, das finde ich mega schade, weil der hier war verdammt gut. Ich habe noch eine andere Farbnuance davon, die ist ein bisschen heller als der hier. Aber der hier, der war halt wirklich perfekt. Also dieses Rosewood hat zu ungefähr fast, also zu super vielen meiner Lippenstifte gepasst. Sah immer top aus und war schön cremig von der Textur her, aber hat seinen Job halt gut gemacht. Mega schade, dass es die jetzt halt nicht mehr gibt. Ich werde trotzdem vielleicht mal bei Alverde einfach mir einen anderen halt in so einem Rosenholzton kaufen und dann hoffen, dass der genauso gut ist. Keep my fingers crossed. Und dann habe ich noch etwas leer gemacht, was ich mir jeden Tag gönne. Und zwar immer morgens, wenn ich meine Tabletten einnehme, nehme ich mir so eine Brausetablette da und trinke das halt. Also anstatt mit Wasser, halt mit so einem Brausetablettending. Und da habe ich jetzt gerade leer gemacht Eisen plus Vitamin C. Ich habe verschiedene von denen, also ich habe ungefähr fast jede Sorte, also vor allem Vitamin C, dann habe ich die Eisen-Vitamin C und ich habe auch die Magnesium.
Und jetzt wechsle ich immer so ein bisschen ab, je nachdem, was halt gerade los ist. Die Eisen und Vitamin C nehme ich halt total gerne, wenn ich meine Periode habe. Einfach obviously wegen Eisen. Und die Magnesium nehme ich halt gerne, wenn ich mich viel jetzt körperlich betätigt habe durch die Haussanierung. Oder wir im Garten waren oder wie auch immer. Und wenn ich halt schon weiß, okay, heute geht's in den Garten, trinke ich halt morgens eine Magnesium und auch am nächsten Tag nochmal, dass halt die Muskeln so ein bisschen, ne, angeregt werden. Also ich mag das halt total gerne. Ich glaube, man kann davon halten, was man will. Aber die sind halt auch ohne Zuckerzusatz. Ja, natürlich ist es in irgendeiner Form, da sind 8,9 Kalorien drin. Ne? Also ich glaube, das kann man überleben. Nur 0, also unter 0,1 Gramm Zucker auf eine Tablette. Ich glaube, das überlebt man. Von daher, ich trinke auch sonst halt mal süße Getränke am Tag. Und das ist halt so das Erste, wo ich mir halt ein bisschen zusätzliche Vitaminzufuhr einfach gebe. Weil ich glaube, das ist jeder, der von uns halt eine Schilddrüsenerkrankung hat, weiß halt, dass es super wichtig ist, dass man halt auf seinen Vitamin- und Mineralstoffhaushalt achten muss. Ah ja, Mineralstoffe. Die Mineralstoffgeschichte, davon habe ich auch noch. Dass man halt einfach so zwischendurch ein bisschen was macht, damit der Körper halt im Gleichgewicht bleibt. Und damit fahre ich ganz gut auf jeden Fall. Oh mein Gott, soll das wirklich das erste aufgebraucht unter einer halben Stunde bleiben? Das ist ja amazing. Also ich glaube, ich habe es geschafft. Ich sehe gerade auf meinem Ticker knapp 22 Minuten. Also von daher geschafft. Aber ja, es war tatsächlich wieder viel, aber scheinbar doch irgendwie nicht so viel. Naja, egal. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch heute wieder Spaß gemacht. Und dann blende ich jetzt hier natürlich noch den Kommentar des Tages ein. Und das Shoutout geht heute an Manuela Torz. Und ich bin so mega glücklich. Das war auf meinen Haarfärbeunfall. Ich bin so glücklich einfach, dass ihr diesen ganzen Spökes mit mir mitmacht. Und dass ihr auch teilweise noch geil findet. Also weil das war ja nicht gewollt, aber wenn es euch halt auch noch gefällt, ist es natürlich irgendwie so eine Win-Win-Situation. Und ihr müsst ja den Anblick auch immer ertragen. Aber ja, ich werde auf jeden Fall demnächst jetzt gucken, dass hier ein bisschen was passiert in der nächsten Woche. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich werde mich optisch wahrscheinlich in der kommenden Woche in den Videos wieder ein bisschen verändert haben. Je nachdem, wann ich halt die Zeit dafür finde, das alles auch zu machen, neben dem ganzen Produzieren, weil ich werde es dieses Mal nicht mehr mitfilmen, weil der Anklang von euch war jetzt nicht so ultra groß, dass ihr gesagt habt, wir wollen das jetzt unbedingt sehen. Ihr wisst, was ich machen werde, ungefähr halt mit der Blondierwäsche und dann halt wieder irgendeine Farbe drüber knallen. Also von daher ist das für mich auch fein. Da kann ich statt in Ruhe schön im Gammel-Look und Unier-Schmink machen, anstatt halt diesen Stress vor der Kamera. Das war es dann jetzt auf jeden Fall von mir. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bye bye!